Dezember 1996. Ein Mörder tötet eine Mörderin. Die beiden kennen sich aus dem Gefängnis und waren vorher ein Paar. Kurz darauf bittet er ausgerechnet Journalisten um Mithilfe. Einer der spektakulärsten Mordfälle, die Mallorca je erlebt hat. Mörderisches Mallorca. Ja, also ich bin Marlene Weyerer. Ich bin Sophie Mono. Wir kommen von der Mallorca-Zeitung. Und wir starten hier einen Podcast. Und zwar ein Podcast, in dem es sich vor allen Dingen um True Crime Stories, wie man heute so schön sagt, dreht. In anderen Worten Mord und Totschlag. Ganz genau. Und zwar hier auf Mallorca. Bevor wir mit den Morden anfangen, stellen wir uns doch erst einmal kurz vor, oder? Ich bin Sophie, ich bin seit 8 Jahren fast auf der Insel und wohne im schönen Cala Ratjada. Und eigentlich sind Mordfälle jetzt gar nicht mein Spezialthema, das bist eher du, ne? Die Gerichtsreporterin. Genau, ich habe Sophie hier so ein bisschen reingezogen, weil sie im Gegensatz zu mir auch Erfahrung mit Fernsehen und Audio hat. Es ist ja etwas, was viele Leute fasziniert und generell sind Verbrechen, so gerade wahre Verbrechen, etwas, was ich sehr spannend finde. Du bist ja auch noch gar nicht so lange auf der Insel. Wie lange Nein. bist du schon hier? Ein Jahr? Ein jetzt? Jahr. Ja. Ziemlich genau ein Jahr, ja. Hast aber auch schon die Möglichkeit gehabt, immer wieder in Palma auch in Prozesse reinzuschnuppern hier. Genau, ja. Ich hatte keinen Mordfall bisher, aber ich hatte zum Beispiel einen Schlepper, habe ich gesehen. Und von Migrantenbooten. Genau, die hier auf die Insel kommen. Der wurde allerdings freigesprochen, weil man nicht nachweisen konnte, dass er wirklich der Schlepper war und nicht irgendeiner von den Migranten, die einfach geholfen haben, das Boot zu lenken. Ja, sind natürlich so Geschichten, die man in seinem normalen Leben selten erlebt, zum Glück. Und zum Glück, ganz genau. Die aber dann doch, ja, irgendwie spannend sind. Ja klar, es reißt einen dann doch mit, ne? Du liest doch auch Krimis, genau, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt keine Crime-Spezialistin, aber natürlich finde ich Krimis spannend. Ich lese sowieso sehr gerne und je spannender, desto besser. Es ist vielleicht so ein kleines Phänomen, ne, dass Leute sich durch sowas angezogen fühlen. Diese Frage, dunkle Seite des Menschen, die wahrscheinlich in jedem von uns schlummert. Es ist unser erster Podcast, das heißt, seht uns nach. Wenn wir Sachen noch anpassen, schickt uns gerne Kommentare. Genau, wenn ihr selber einen Mord begangen habt, nein. Dann wenn ihr selber von Morden gehört habt, die ihr berichtenswert findet, sagt uns natürlich Bescheid. Aber auch wenn ihr gerne möchtet, dass wir das vielleicht ein bisschen anders aufziehen, wir probieren das einfach mal aus. Genau. Und können ja starten mit diesem ersten Mord, dieser ersten Folge heute. Und zwar habe ich einen Mordfall rausgesucht, der schon ein paar Jahre zurückliegt, 1996, und der ist besonders aufsehenerregend gilt. Aufsehenerregend auch deshalb, weil er in den Medien sehr groß ausgebreitet wurde und das hatte einen sehr guten Grund. Der Mörder hat sich nämlich tatsächlich, als er eigentlich noch auf der Flucht war, gestellt, aber nicht zuerst bei der Polizei, sondern bei Journalisten unserer spanischen Schwesterzeitung Diario de Mallorca. Bei denen hat er sich gemeldet und gesagt, Leute, ich werde mich der Polizei stellen, aber zuerst möchte ich gerne ein Interview geben. Ich bin der Mörder. Und ich will meine Geschichte erzählen. Wo haben die sich dann getroffen? Das war dann nicht in der Redaktion? Nee, er hatte sich bei einem Pfarrer von einer Kirche Santa Magdalena hier in Palma, wenn man so will, er hatte sich bei dem erstmal gestellt. Hatte aber gesagt, dass er erst mit den Medien sprechen will. Und dann durften die auch da im Pfarrheim, glaube ich, ist das. Es sieht nicht wirklich aus wie Kirche, wenn man die Bilder sieht, mit ihm das Interview führen und sind danach aber auch mit ihm zusammen zur Polizei gegangen. Und haben sich quasi davon überzeugt, dass er nicht wieder wegläuft. Für einen Journalisten, wenn ich jetzt an uns denke, das ist natürlich in dem Sinne ein Glücksfall, dass man so eine Story auf dem Präsentierteller bekommt, ist wahrscheinlich aber auch alles ganz schön harter Tobak. Vor allen Dingen, wenn man sich die Hintergründe anguckt, es geht nämlich um ein 18-jähriges Opfer, ein 18-jähriges Mädchen, kann man ja fast schon sagen. Genau, die aber im Endeffekt auch selber eine Mörderin war. Das musst du nochmal genauer erklären. Ich habe den Fall bis jetzt nur überflogen. Du bist die Expertin, die sehr tief im Thema drin ist. Erzähl doch mal genau, was eigentlich passiert ist. Warum war dieses Mädchen, nennen wir sie ruhig beim Namen, Anna Belén, warum war die überhaupt mit 18 Jahren schon als verurteilte Mörderin im Gefängnis? Anna Belens Geschichte ist tatsächlich sehr tragisch. Sie hat mit 16 Jahren ihren eigenen Vater erschossen. Hintergrund war, naja, ihr Vater war gewalttätig. Es ist so ein bisschen die sehr, fast schon blöd gesagt, klassische Geschichte. Er hat die Mutter geschlagen, wohl auch sie.
Es ging sehr viel auch um psychische Gewalt. Er hat sehr viel geschrien. Er hat sie, ihren Bruder und ihre Schwester, sie hatte noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, und eben auch die Mutter terrorisiert. Die Mutter, und das wahrscheinlich über Jahre hinweg. Genau. Mhm. Die Mutter hat auch später gesagt, dass sie vorhatte, sich von ihm zu trennen. Aber in dem Moment war Anna Belen mit ihren 16 Jahren eben in diesem Haushalt mit diesem Vater, der sie terrorisiert hat. Dann, das war im März 1995, kam quasi die Eskalation. Sie hatten sich schon nachmittags gestritten und irgendwie war sie dann weggegangen, länger als ihr Vater erlaubt hat. Und dann hat ihr Vater die Türe zugesperrt. Das hat er immer gemacht. Das ist auch wieder so ein Zeichen von, wie das Leben für diese Familie gewesen sein muss. Also er hat einmal alle Türen abgesperrt, damit, wenn sie später kommt, als er wollte, sie nicht mehr ins Haus kommen kann. Mhm. Um quasi nochmal zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Mhm. Ihre Mutter hatte aber das Fenster offen gelassen, extra für sie, in dem Zimmer, wo die Mutter geschlafen hat. Sie kam darüber rein. Der Vater kam dann nochmal rein, hat sowohl die Mutter als auch sie angeschrien und ging dann ins Wohnzimmer und hat sich einen Film angeschaut und hat geschlafen. Und irgendwie muss es da bei Anna Belen... Das war wahrscheinlich der Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Ja. Wenn wir jetzt mal in ihrem Sinne sprechen möchten, genau, weiß ich nicht. Genau, ich meine, es ist trotzdem natürlich nicht unbedingt, was man tun sollte, aber... Es hört sich ja auch nicht nach Notwehr an, es war tatsächlich Mord, ne? Mhm. Er hat geschlafen. Also, das heißt, alles andere, die Entschuldigung, als kann man ihr nicht an die Seite stellen. Ja. Sie hat sein Jagdgewehr genommen und ihm einen Schuss in den Kopf verpasst. Sie hat später gesagt, sie wollte ihn nur erschrecken. So ganz okay. Glaubhaft ist das nicht. Und dann hat sie sich dann selbst gestellt oder ist sie dann auch erstmal noch geflohen? Sie ist erst einmal zu ihrem Freund. Also sie war ja ein Teenager, sie hatte einen Freund und ihr Freund... Er war der Sohn von einem Ortspolizisten. Mhm. Und sie ist dann eben zu ihm gerannt quasi und hat dort dann auch eben die Geschichte erzählt. Und der Vater vom Freund hat dann auch direkt die Polizei verständigt. Also sie hat eigentlich gar nicht wirklich versucht, jetzt unterzutauchen, sondern war wahrscheinlich auch selber ein bisschen mitgenommen wahrscheinlich. Ja, man weiß auch, dass es ihr später unheimlich leid getan hat. Also sie hatte sehr starke Schuldgefühle. Mhm. Ihren Vater ermordet zu haben. Also es ist immer noch ein Mord und es ist brutal, aber es wurde auch mit sehr viel Milde betrachtet. Wie viele Jahre hat sie dann im Endeffekt bekommen? Also es ist ja auch noch Jugendstrafrecht wahrscheinlich, ne? Genau, sie war jugendlich, sie hat sich gestellt und hat auch eben glaubhaft gesagt, dass sie sich eben deswegen schlecht fühlt. Man nennt das Arrepentimiento, ist irgendwie so ein... Bedauern, ja. Genau. Also sie hatte viele Faktoren, die quasi für sie gesprochen haben, wenn man so will. Sie hat nur 6 Jahre bekommen. Das für Mord nicht viel verhältnismäßig. Genau, zumal, also man muss dazu sagen, 6 Jahre, davon wird ja auch nicht alles abgesessen. Also zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung hat ihr Anwalt geschätzt, dass sie 30 Monate abzusitzen hat im Endeffekt. Wenn man noch das abzieht, was sie schon in der U-Haft abgesessen hat. Also gut 2 Jahre, das ist gar nicht so viel, ne, wenn man bedenkt, dass es sich doch dann irgendwie um einen Mord handelt. Genau. Und in diesem Gefängnis, so kommen wir jetzt langsam auf den Menschen, der dann wiederum sie ermordet hat, hat sie jemanden kennengelernt, ja? Genau, den Bartolomé Clar. Und so gut kennengelernt, dass die beiden sich tatsächlich auch angenähert haben. Das scheint dann da möglich gewesen zu sein innerhalb dieser Gefängnisstruktur, dass da 2 Menschen sich näher kommen, 2 Gefängnisinsassen. Sie haben sich in den Werkstätten kennengelernt. Das heißt, ich kann mir das... ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig vorstellen, wie das aussieht, ob sie wirklich, also sie waren nie zu zweit alleine logischerweise, aber sie haben halt irgendwie zusammen dann zum Beispiel getöpfert oder sowas. Und haben sich auch als Paar bezeichnet, ne? Als genau, sie haben sich viele Liebesbriefe geschrieben, die hat man danach quasi gehabt, also sie waren ein festes Paar dann. Und der Bartolomé, was war das für ein Mensch, der war ganz ja auch im Gefängnis, das heißt, der hat natürlich auch sich was zu Schulden kommen lassen. Vermutlich. Der war ein guter Fang. Der hatte, der ist tatsächlich für einen sehr brutalen Mord im Gefängnis gewesen. Der hatte 1989 seine Schwiegermutter und seinen Schwager ermordet. Man muss dazu sagen, der Schwager war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Wow. Ja. Wie kam es dazu? Bartolomé Clar war 20 Jahre alt und ein Schreiner und hatte erst im Januar 1989 seine Freundin geheiratet, die zu dem Zeitpunkt auch schon schwanger war. Sie haben dann eben auch die Tochter bekommen. Sie haben zusammen bei der Schwiegermutter gelebt. Das ist natürlich schon mal Konfliktpotenzial vorprogrammiert, ja. Und er hat dann
Also es gab mehrere Anzeigen auch von seiner Frau gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Gab es das damals schon? Heutzutage ist das ja in Spanien noch viel mehr als in Deutschland auch sehr, sehr dokumentiert alles. Es wird auch immer darüber berichtet. Wieder ein neuer Fall, wieder ein neuer Fall. Die Statistiken sind da ja sehr ausgebaut worden. Die Informationserfassung, was häusliche Gewalt angeht, war das damals wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, ne? Ja, aber es ist, also die Anzeigen an sich hat man. Das war damals, glaube ich, weniger, also ich meine, wir sprechen ja, jetzt nicht von den 60ern, aber es ist heutzutage ja wirklich in Spanien sehr extrem. Es wird sehr stark darauf hingewiesen jetzt. Aber im Endeffekt führte das dann zur Trennung. Er musste ausziehen, er ist dann bei seiner Mutter wiederum eingezogen. War ja auch noch jung, ne? Ja. Und in seinem Kopf war es alles die Schuld von der Schwiegermutter. Sie hat die beiden auseinandergebracht quasi. Genau. Mhm. Die war schuld, dass seine Ehe nicht funktioniert hat. Sie war noch verheiratet zu dem Zeitpunkt des Mordes. Also es war erst 1 oder 2 Monate, nachdem er aus dem Haus geschmissen worden war quasi. Und auch das war ein sehr eindeutiger Mord. Er ist nachts über irgendwelche Regenrinnen erstmal hochgeklettert in den 3. Stock. Wo seine Schwiegermutter lebte. Genau. Ist mit einem Küchenmesser, das er schon dabei hatte, von sich zu Hause, also von seiner Mutter zu Hause aus, in das Zimmer, wo seine Schwiegermutter geschlafen hat und hat sie erstochen. Auch im Schlaf. Das ist tatsächlich irgendwie uneindeutig, weil es gibt Zeitungsberichte von damals, die davon sprechen, dass sie davor noch gestritten haben. Das ist auch wohl, was er gesagt hat. Aber es gibt andere Zeitungsberichte, die eben sagen, dass es davon ausgegangen wird, dass sie geschlafen hat. Aber auf jeden Fall ist er mit dem Ziel dahingegangen, mit dem Messer. Ja, auch wenn er es im Nachhinein gesagt hat, dass das nicht so war, natürlich, aber ja. Und der Sohn der Schwiegermutter, also sein Schwager sozusagen, der eben noch 13 war, der hat mit ihr in einem Zimmer geschlafen und muss dann versucht haben, seine Mutter zu verteidigen. Und wurde dann auch erstochen. Ja. Und er hat dann anders als die Anna Berlin keine Reue gezeigt, oder? Naja, er hat sich nicht sofort gestellt. Er ist erst einmal drüber nach dem Mord ins Zimmer, in dem seine Frau geschlafen hat mit der Tochter. Hat sie davon abgehalten, die Polizei zu rufen, indem er, es gab keine Handys, einfach das Telefon aus der Wand gerissen hat. Und hat sie dann irgendwie festgebunden und mit dem Messer bedroht, mit dem blutigen Messer. Oh je. Und wollte sie davon überzeugen, wieder eine Beziehung mit ihm einzugehen. Es hat überraschenderweise nicht funktioniert. Sie wollte nicht wieder mit ihm zusammenkommen. Mhm. Und dann ist er gegangen. Also er hat weder seine Frau noch seine Tochter verletzt. Und dann ist er mit einem Taxi zur Polizei und hat sich direkt gestellt. Das hat er getan. Genau. Mhm. Deswegen Reue nicht, aber ihm wurde dieses Direktstellen wird quasi auch als eine Form von Reue gesehen. Und das ist in Spanien auch so, dass das automatisch dann strafmildernd sich auswirkt, oder? Genau. Allerdings viel hat es ihm nicht gebracht. Also er wurde zu insgesamt 59 Jahren Haft verurteilt. 59 Jahre, das ist sehr lang. Ja, es gibt im spanischen Gesetz quasi die Möglichkeit, für einen Mord 25 bis 30 Jahre zu geben. Das heißt, die wurden aneinander gerechnet und er hat auch noch was dazu bekommen für dieses seine Frau festhalten. Also es war dann alles zusammen aufgerechnet. Aber ja, 59. Das ist natürlich für einen Anfang 20-Jährigen ist damit dann sein Leben komplett gezeichnet und fürs Leben gezeichnet auf jeden Fall. Aber auch wenn man in Spanien auf über 100 Jahre Haft verurteilt werden kann durch dieses Aufsummieren, man kann nicht länger als 25 Jahre im Gefängnis sitzen. Also es gibt Ausnahmen für zum Beispiel Terroristen, aber normalerweise geht es nicht länger als 25. Und nach 15 Jahren oder so kann man teilweise schon eine Haftrevision beantragen lassen als Mörder. Kommt drauf an, wie schlimm der Fall war. Aber auf jeden Fall ganz andere Aussichten nochmal als bei der Mörderin des Vaters, ne, bei der Anna Belén. Wenn die 6 Jahre bekommen hat und er 59, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Strafmaß. Das heißt auch wahrscheinlich ganz andere Voraussetzungen oder auch Perspektiven, mit denen sie dann im Gefängnis gesessen haben, kann ich mir vorstellen, ne? Als sie sich kennengelernt haben. Ich meine, es ist schon auch krass, dass man sich als Frau oder als Mensch im Allgemeinen auf jemanden einlässt, der eben so einen brutalen Mord hinter sich hat, aber ich weiß nicht, sie selbst war natürlich selber auch eine Mörderin und wahrscheinlich hat man dann andere Maßstäbe. Ja, wahrscheinlich können wir uns auch gar nicht vorstellen, unter welchen psychischen Bedingungen und auch so Rahmenbedingungen im Gefängnis ist man wahrscheinlich auch einfach froh, jemanden zu finden, mit dem man sich erstmal gut versteht, ne? Hm. Auf welcher Ebene auch immer.
Als Teenager ist man sowieso leicht verliebt. Ja. Naja. Und die beiden waren dann also über längere Zeit im Gefängnis, haben sie sich als Paar gesehen oder auf jeden Fall haben sie eine enge Verbindung zueinander gespürt und aufrechterhalten. Im Gefängnis selbst ist es aber nie zu Problemen gekommen, oder? Nein. Zwischen den beiden. Nein, also er galt als eifersüchtig, auch so schon. Also später haben andere Gefängnisinsassen nach dem Mord dann auch gesagt, oder andere Gefängnisinsassinnen, dass er schon irgendwie es überhaupt nicht mochte, wenn in diesen Werkstätten irgendein anderer Typ überhaupt mit ihr gesprochen hat und sowas. Aber es war wohl eine sehr romantische Beziehung, wie gesagt. Sie haben sich viele Liebesbriefe geschrieben. Wie lange das genau ging, ist nicht so ganz klar, aber könnte schon so ein Jahr gewesen sein. Und dann durften sie tatsächlich beide raus und zwar hatten sie Freigang. Genau. Und das auch noch gleichzeitig. Das muss ja für die beiden was ganz unglaublich Tolles gewesen sein, zum ersten Mal alleine zusammen zu sein, ja, draußen zu vorstellen. Sein, auch wenn es nur auf eine begrenzte Zeit war, ne? Genau, aber genau da ist es dann ja eben komplett schief gegangen. Wann war das? Also wir sind jetzt eben rund um diesen Weihnachtstag, beziehungsweise kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember 1996, also fast 2 Jahre nach dem Mord von Anna Boleyn an ihrem Vater. Sie war bei ihrer Mutter und er hat sie dann abgeholt und sie sind wohl irgendwie durch Palma spaziert. Und dann sind sie abends noch oder nachmittags, es wurde damals ja spät, früh dunkel, es ist ja Dezember, zum Friedhof gegangen. Er wollte die Gräber seiner Großeltern besuchen, die gestorben waren, während er im Gefängnis war. Und sie wollte das Grab von ihrem Vater besuchen. Die waren auf dem gleichen Friedhof. Genau. Und da sind sie zusammen hingegangen. Gab es da in dem Moment dann auch schon Anzeichen, dass es irgendwie Probleme gab? Du hast gesagt, es gab Leute, die, oder Gefängnisinsassen, die gesagt haben, er sei sehr eifersüchtig gewesen, aber ansonsten gab es nie irgendwie Anzeichen dafür, dass diese Beziehung auch schwierig gewesen sein konnte. Es ist im Nachhinein ein bisschen schwierig zu sagen. Zum Beispiel hat die Mutter von Anna Boleyn später gesagt, dass sie denkt, dass Anna Boleyn eigentlich Schluss machen wollte mit ihm. Aber man weiß es im Endeffekt nicht. Mhm. Nein. Und als sie an diesem Nachmittag rausgegangen sind, hat sich niemand was Böses gedacht. War das auch tatsächlich das allererste Mal, dass die beiden Freigang hatten? Weiß man das? Er hatte schon einmal Freigang, aber nur beobachteten Freigang. Also da war von einem, ich denke mal, Polizisten oder ich bin mir gar nicht sicher von wem, aber er war begleitet. Mhm. Und dieses Mal aber nicht, ne? Da genau. Waren sie wirklich nur die beiden. Mhm. Er hatte dieses Mal nur die Regel, dass er, ich glaube, sie waren nämlich schon seit dem Tag davor draußen, also er hatte nur die Vorgabe, nachts bei den Leuten irgendwie zu schlafen, die für ihn gebürgt hatten sozusagen. Aber sonst hatte er keinerlei Bewachung zum ersten Mal in seinem Fall. Und ehrlich gesagt weiß ich es bei ihr gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, bei ihr war es der erste Freigang überhaupt. Und bei ihr war es auch, ich weiß, warum sie Freigang überhaupt hatte, bei ihr war es eine Art Wiedereingliederungsmaßnahme, weil sie nur noch so wahrscheinlich ein gutes Jahr oder sowas Gefängnis vor sich hatte. Und dann erlaubt man den Häftlingen öfter mal einen Tag draußen zu sein oder ein paar Tage, damit zur Resozialisierung, man, genau, ja, wieder mit Leuten Kontakt aufnimmt und sich wieder an die echte Welt gewöhnt. Nicht ungewöhnlich. In seinem Fall erstaunt es ein bisschen, ne? Tatsächlich darf man auch mal während langen Haftstrafen Freigang haben, also ohne, dass man kurz davor ist, rauszukommen. Das kann dann wegen irgendwelchen Familienangelegenheiten sein oder sowas. Oder einfach, um dem Häftling mal 1-2 Tage außerhalb des Gefängnisses zu ermöglichen. Davor mussten ihm aber tatsächlich Psychologen, ich glaube in seinem Verwandt sogar 2, aber es muss mindestens ein Psychologe bestätigen, dass er sich irgendwie gebessert hat und dass keine Gewalttaten mehr von ihm zu erwarten sind. Genau, das ist aber geschehen. Was ist denn genau auf dem Friedhof dann tatsächlich passiert? Gibt es dazu genaue Angaben? Wir haben natürlich nur seine. Soweit er erzählt, haben sie erst bemerkt, nicht wirklich, aber sie dachten, sie hätten bemerkt, dass beim Vater von Anna Boleyn nichts auf dem Grab steht. Später hat sich herausgestellt, sie standen vor dem falschen Grab und das war noch ein unbeschriftetes. Genau, da stand nichts. Mhm. Und das hat sie irgendwie beide, oder das hat vor allem sie wohl sehr nervös gemacht. Sie haben dann, das ist tatsächlich wahr, weil das hat man gefunden, sie haben dann reingeritzt in dieses unbeschriftete Grab. Sie hat irgendwie reingeritzt, te quiero, Papa, ich mag dich, Papa, oder ich liebe dich, Papa. Ja. Zeigt nochmal ihre Reue auch, ihre Verbundenheit doch zu dem Menschen, den sie umgebracht hat. Und dann irgendwie ihren Namen und er hat auch unterschrieben, also da stand auch Dolo, das ist Abkürzung für Bartolomé. Und ab dann, wie gesagt, ist es, was er erzählt,
irgendwie generell die Stimmung gekippt. Sie war eh nervös wegen dieser Grabgeschichte. Er war nervös, weil er zurück ins Gefängnis musste. Er musste an diesem Abend zurück. Und sie waren eigentlich schon zu spät dran. Okay, also alles Faktoren, die wahrscheinlich so ein bisschen zu Hektik geführt haben. Genau. Nervosität. Sie hat ihm wohl auch gesagt, dass sie endlich los müssen. Und das hat ihn irgendwie noch nervöser gemacht. Und dann hat er, sagt er, einen Zettel gefunden in ihrer Tasche. Oder der ist irgendwie rausgefallen. Keine Ahnung, auf dem ein anderer Mann irgendwie sich mit ihr verabredet hat. Diesen Zettel hat er später auch vorgezeigt. Da stand irgendwie Hola Mona, hallo Süße und sowas wie treffen wir uns um so und so viel Uhr. Das ist ein bisschen dubios, ne? Ja, es konnte nie hundertprozentig nachgewiesen werden, ob dieser Zettel wirklich von irgendwem war oder ob er ihn irgendwie quasi fabriziert hat, um nachzuweisen, dass er aus Wut gehandelt ein ist. Ein Grund auch, quasi. Genau. Also es ist ja auch nochmal was anderes, sozusagen kaltblütig zu ermorden oder in einem Moment der Wut. Im Affekt, ja. Danke. Ja, genau. Er hatte nämlich auch schon beim Mord an seiner Schwiegermutter irgendwie gesagt, dass er vorher einen Brief gefunden hätte, in dem sich seine Frau mit einem Arbeitskollegen von ihm oder sowas oder mit einem Freund von ihm verabredet. Dieser Brief wurde tatsächlich nie gefunden. Das heißt, das ist auch irgendwie passt in sein Schema, aber er hat auf jeden Fall diesen Zettel auch irgendwann vorgezeigt. Und daraufhin hat er wohl das Messer rausgeholt. Das er dabei hatte? Genau, das hatte er sich gekauft an dem Tag in Palma. Warum? Das hat er nicht so genau erklären können. Und dann hat er gesagt, sie hätte ihn verletzt. Er hatte eine ganz kleine Schnittwunde an einem Finger. Und er hat gemeint, sie hätte ihm das Messer aus der Hand gerissen. Ich habe tatsächlich mit einem Polizisten gesprochen, der damals in der Mordkommission war, der an dem Fall beteiligt war. Der hat gesagt, die Wunde hat überhaupt nicht zu dieser Geschichte gepasst. Ist der noch im Dienst? Nein. Der ist aber ein sehr netter Rentner, der sich die Zeit genommen hat, sich mit mir zu treffen. Juan Serra. Mhm. Und der war schon damals einige Jahre in der Mordkommission und hat eben gemeint, sie haben dann natürlich auch seine Wunde, wenn man so will, sich angeschaut, diesen kleinen Schnitt, den er am Finger hatte, das sei schon auch allein nicht eine Wunde gewesen, wie man sie überhaupt zugefügt bekommt, wenn jemand ein Messer aus der Hand reißt. Und dann hat er auch noch, das lasse ich Ihnen am besten selber erzählen, gesagt, was er denn davon hält, dass der Bartolomé behauptet hat, dass er sie gar nicht wirklich umbringen wollte. Eso de que no lo quería hacer, no es así. Das ist einfach nicht wahr. Wenn du jemanden aus Versehen umbringst, überfährst du ihn vielleicht. Aber du erstichst niemanden aus Versehen. Er hat ja behauptet, er hätte Angst gehabt. Blödsinn. Der Typ ist 1,85 groß, athletisch und das arme Mädchen 1,52. Ja, nicht nur die verschiedenen körperlichen Voraussetzungen. Ich finde alleine wirklich schon komisch, dass der das Messer überhaupt dabei hat. Also ich gehe nicht durch Palma und habe ein Messer dabei, ne? Aber das wurde ihm vor Gericht auch als weiteren Beweis für den vorsätzlichen Mord vorgeworfen. Er hat sie dann eben erstmal erstochen, woran sie direkt nicht gestorben ist. Dann hat er sie noch mit einem Grabstein erdrückt, sozusagen. Auf sie eingestochen und dann noch mit einem Stein zerquetscht. Ja, er hat so über 20 Mal auf sie eingestochen, muss man dazu sagen. Viele Stiche waren auch im Rücken, also wahrscheinlich, weil sie dann schon am Boden gekniet ist. Also nicht im Wegrennen. Also auch wieder kein Anzeichen darauf, dass bei ihm einmal kurz die Kabel durchgebrannt sind und er einmal zugeschlagen hat, sondern tatsächlich versucht hat, sie wirklich umzubringen. Ja. Genau, Juan Serra meinte, keine der Verletzungen selbst wären tödlich gewesen. Ninguna herida era mortal. Pero claro. Sie ist an starkem Blutverlust gestorben. Sie ist verblutet. Und er hat sie dann dort liegen gelassen und ist weggegangen? Oder hat er versucht, den toten Körper noch zu verstecken? Er hat sie noch ein bisschen in eine verstecktere Ecke gezogen. Also es waren so Blutschmieren am Boden. Und dann ist er weg, ja. Aber nicht versucht, großartig noch sie zu beseitigen, sondern also wahrscheinlich dann doch auch alles überstürzt. Ja, das war am 22. Der Anruf an die Journalisten, von dem wir vorhin gesprochen haben, war am 26. Wo er sich dann gestellt hat. Genau. Quasi. 4 Tage später. Die Tage dazwischen weiß man nicht so genau, was er gemacht hat. Er ist untergetaucht, er ist natürlich nicht ins Gefängnis zurückgegangen, so genau. wie er eigentlich gemusst hätte. Das heißt, da waren dann die Behörden ja auch schon in Alarmbereitschaft. Ne? Ja, und sobald klar war, wer die Tote war, war auch klar, dass er der Mörder war im Endeffekt. Wurde sie denn sofort gefunden? Erst am Tag danach. Es war so eine versteckte Ecke im Friedhof, das ganzen Tag, weil erst am späten Nachmittag des nächsten Tages wurde sie überhaupt gefunden, so um 5 oder 6 Uhr nachmittags am 23. Dezember, hat ein junger Mann, der versucht hat, über den Friedhof
einen kleinen Umweg sozusagen zu machen, um nicht Freunden von ihm zu begegnen. Also es ist auch eine super seltsame Geschichte, dass der überhaupt in diese Ecke des Friedhofs gekommen war. Er muss wohl alkoholkrank gewesen sein und wollte zu einer Sitzung und hatte aber Freunde, die ihn davon abhalten wollten und wollten, dass er weiter mit ihnen trinkt oder sowas. Mhm. Und ist jedenfalls durch den Friedhof und hat sie da liegen sehen. Juan Serra hat mir das auch beschrieben. Als er dort vorbeigekommen ist, hat er den Körper eines jungen Mädchens gesehen mit einem Grabstein auf dem Kopf. Und er dachte, da ist jemandem ein Grabstein auf den Kopf gefallen. Er ging hin, berührte sie, merkte, dass sie kalt und starr war und rannte weg. Ja, der hat dann jedenfalls Leute alarmiert. Und dann war auch schnell klar, dass es sich um Annabelle Lehn handelt. Am nächsten Tag, sie konnte nicht anhand ihres Gesichtes, also das war zerquetscht, aber ihre Fingerabdrücke waren im System. Und es wurde ja wahrscheinlich nach ihr sowieso auch schon gesucht, da sie ja auch unter Auflagen nur in der Freiheit war. Genau. Ging die Suche nach ihm direkt los? War es dann so, dass er dann sofort der Hauptverdächtige auch war in dem Fall? Komplett. Juan Serra hat den recht kurzen, prägnanten Satz gemacht. Wenn es weiß ist und in der Flasche, dann ist es meistens Milch. Und wenn der Freund, der schon zwei Leute erstochen hat, nicht aufzufinden ist und sie erstochen stirbt, dann... Also sie haben nicht nach irgendeinem anderen Mörder gesucht. Sie haben nach ihm gesucht, zumal ja auch klar war, dass die beiden zusammen unterwegs waren. Ne? Genau. Das hatte sie ja wahrscheinlich ihrer Mutter vorher auch gesagt. Er hatte sie da zu Hause abgeholt. Also ja. Es war von dem ersten Moment an sehr, sehr klar, wer der Mörder war. Und es ist nicht genau berichtet worden, wo er dann gesteckt hat. Fakt ist aber, er hatte es geschafft, unterzutauchen. Über mehrere Tage. Er hat gesagt, dass er irgendwie von einem Ort zum anderen gegangen wäre und nur unterwegs war und aufgehängte Klamotten geklaut hat. Um sich immer wieder umzuziehen, oder? Um zu erklären, warum er was anderes anhatte jetzt sozusagen. Die Polizei geht davon aus, dass er bei irgendwem untergetaucht war, aber dass er die Person nicht verraten will. Und dass aber die Person ihn nicht für lange Zeit hat behalten wollen, spätestens wenn klar war, dass er jemanden umgebracht hatte. Wahrscheinlich kam er bei einem Freund unter. Er erzählt ja, dass er 3 Tage umhergewandert ist. Was für ein Zufall, dass er auf der Straße genau die Wäsche aufgehängt findet, die er braucht. Hosen, ein Pulli und eine Jacke. Das war gelogen. Er war irgendwo untergetaucht. Er wollte es einfach nicht sagen. Vielleicht wurde er auch von seinen Freunden wieder rausgeschmissen. Auch die Menschen der Unterwelt, Diebe, Betrüger, sogar Dealer haben Respekt vor dem Leben. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo er sich dann diesem Priester gestellt hat. Genau. Mehr oder weniger freiwillig hat er das ja getan. Ja, also ich denke mal, er hat auch nicht wirklich gesehen, wo er sonst hin... Also was sollte er denn machen, ehrlich gesagt? Das ist eine Insel, es ist schwer hier zu fliegen. Das stimmt. Und auf irgendein Boot konnte er nicht und ein Flugzeug auch nicht. Das heißt, er war auf der Insel gefangen und er war schon ein sehr gesuchter Mann. Und dieser Priester hat ihn dann darin unterstützt, eben diese Journalisten zu kontaktieren. Das hat er natürlich auch irgendwie alles aus einer Taktik wahrscheinlich gemacht. Also wenn man sich erst Journalisten zu erkennen gibt und dann erst der Polizei stellt, dann tut man das ja, um seine Version der Geschichte zu erzählen, ne? Genau. Und diese Plattform hat er dann tatsächlich auch bekommen. Ja, also wir müssen es ja zugeben, wir würden auch ein Interview annehmen, oder? Ja, ich meine, natürlich wurde dann im Nachhinein dann auch viele Sachen nochmal klargestellt, ne? Aber den ersten Auftritt hatte quasi er relativ ungefiltert als Titelstory. Genau, da sagt er eben alles Mögliche von wegen, er hatte Angst vor ihr bis zu eben diesem Zettel, den er gefunden hat. Es ist tatsächlich schwierig. Im Endeffekt jammert er darüber, wie schlimm sein Leben wegen Frauen ist, nachdem er gerade brutal eine Frau ermordet hat. Nicht die erste Frau. Ja. Und dann hat er sich tatsächlich auch gestellt, die beiden Journalisten sind dann mit ihm und wahrscheinlich der Priester auch, ne, mit ihm zur Polizei gegangen. Also da hat er dann nicht auch nochmal einen Rückzieher gemacht, sondern... Er hat sich nochmal gestellt. Er hat dann auch nicht die bis zu 30 Jahre bekommen, die er hätte bekommen können, sondern 23 Jahre zusätzlich zu seinen vorherigen Jahren. Ja. Das heißt, der Bartolomé sitzt heute immer noch in Palma im Gefängnis? Soweit ich weiß, ja. Ich habe ein bisschen gesucht, aber ich denke mal, wenn er sterben würde, wüssten wir es. Über andere Mörder weiß man es zum Beispiel, wenn sie gestorben sind. In so einem speziell aufsehenerregenden Fall hätte man das bestimmt mitbekommen. Damit, ja, also seit er verurteilt wurde, hat man eigentlich nichts mehr von ihm gehört.
Gibt es noch psychologische Gutachten, die veröffentlicht wurden? Da gibt's bestimmt, aber weißt du da was drüber? Es wurde gesagt, dass er nicht psychisch krank ist, sondern nur ein Psychopath. Und dass er auf jeden Fall vollständig schuldfähig ist. Das musste natürlich festgestellt werden. Das wurde bei seinen beiden Gerichtsverfahren überprüft. Also das war jetzt der Fall an sich. Was nimmst du denn daraus mit? War ja, was du dir vorgestellt hast, als ich mit meiner spektakulären Mörder-tötet-Mörderin-Idee kam. Nein, ehrlich gesagt nicht. Man ist dann doch auch sehr schnell wieder in dem Opfer-Täter-Denken drin. Also jetzt ja, tut mir die arme Annabelle doch auch irgendwie sehr leid, obwohl man natürlich auch nicht vergessen darf, dass sie eben auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Nichtsdestotrotz, ja, was nehme ich davon mit? Ich muss einfach irgendwie dann auch zwangsläufig an die ganzen vielen anderen Frauen denken, die durch ihre Partner oder Ex-Partner und gerade wegen Eifersucht umgebracht werden. Und das sind halt drei verschiedene Fälle, die dann irgendwie zu einem zusammenlaufen. Und ja, und am Ende, also in allen drei Fällen gab es ja auch Gewalt von Männern gegenüber Frauen. Also selbst ihr Vater war ja auch der gewalttätige Vater. In dem Fall gab es nur dann auch einen Fall von Gewalt von Frau gegen Mann. Also obwohl der Fall erstmal so sehr einzigartig klingt, was er ja durch manche Komponenten auch ist, ist es, glaube ich, wirklich leider ein Fall, der sich ähnlich oft auch heute noch in Spanien, aber auch anderswo ereignet. Ja, also es ist jetzt irgendwie alles nicht sehr aufbauend, muss ich zugeben, aber das sind Kriminalitätsfälle das selbst. Das ist so. Ja. Und wir bleiben doch trotzdem beim, ja, bei diesem Themenkomplex, oder? Also ich habe, obwohl das alles nicht sehr erbaulich ist, doch Lust auch auf noch eine weitere Folge. Also nächstes Mal. Ja, verrat doch schon mal ein bisschen. Geht es um einen Deutschen, und zwar einen deutschen Arzt, der in seinem Urlaub seine beiden Kinder umgebracht hat. Oh, da klingelt was bei mir, da klingelt ja was bei mir. Das war auch ein Fall, der, glaube ich, sehr groß in den Medien war. Ja, auch der Fall. Dr. Tod, ja, wenn ich mich recht erinnere. Spitznamen hat er bekommen. Genau. Ein sehr trauriger Fall auch. Ja, die Opfer sind sehr klein. Nichtsdestotrotz, und ich hoffe, das wirkt nicht zu pietätslos, war es schön, mit dir den Podcast aufzunehmen. Ja, es war auf jeden Fall spannend. Wie wir schon vorhin gesagt haben, bitte sagt uns Bescheid, welche Themen ihr gerne noch hättet, was wir anders machen sollen oder ob ihr vielleicht andere Herangehensweisen euch auch wünschen würdet. Ob es euch vielleicht sogar zu lang oder zu kurz ist, schreibt uns doch gerne eine Mail an red@mallorcazeitung.es oder natürlich auch bei Facebook, Instagram. Also wir freuen uns selber Input und freuen uns auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.